Carsten denn? Nicht mehr. Okay. Das war schon ein bisschen. Kann man größer machen? Das war schon wieder. Na, das ist ein X-Term. Nicht in einem X-Term. Ja, X-Term nicht, ne? Ziemlich sicher. Kann er schnell mit Gentoo Terminology installieren. Also du kannst wechseln mit Windows 9, Windows 4. Ja. Passt. Windows 9, Windows 4. Genau. Heißt ja etwas simpler. Genau. So, wir waren zuletzt beim Augenarzt. Gut. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen oder wie gut wir damit durchkommen. Hat es leider ein paar technische Probleme mit meinem Notebook und dem Beamer VGA-Adapter, was auch immer, geben. Wir werden das jetzt auf dem Ersatz-Laptop machen. Ich will mir auf die Raspberry, die ich da habe, einloggen, das heißt deswegen auch die Konsole. Müssen wir schauen, wie gut wir das sehen. Wird vielleicht ein bisschen kritisch werden. Kommandos, was ich eingebe, sind in die Folien drin, aber auf die Folien sind sie halt nur halb so spaßig. Gut, danke fürs Warten auf alle Fälle. Schön, dass trotz des letzten Slots auch noch so viele Leute am Vortrag sein. Vortrag ist Linux Clustering. Was werden wir halt hören, was wird uns erwarten? Das ist, einerseits werden wir einfach mal die Tools Pacemaker und Chorosync kennenlernen, wie die interagieren, für was es die braucht und das Ganze auch gleich praktisch auf die zwei mitgebrachten Raspberries testen. Das heißt, wir werden da einen HA-Webserver installieren und schauen, wie das funktioniert. So, kurz zu meiner Person, wer will euch das alles erzählen? Michael Musenbrock, mein Name, ich bin studiere an der TU Graz Softwareentwicklung Wirtschaft, bin gerade im Masterstudium und zusätzlich arbeite ich bei der Firma Abus seit ca. 8 Jahren inzwischen als Softwareentwickler. Die darf ich auch erwähnen, bei dem wir Raspberries und die Zeit zur Verfügung gestellt haben. Was macht die Firma Abus? Die gibt es schon ziemlich lange, wer sie noch nicht kennt, schon über 25 Jahre. Standort ist Nachbargemeinde von Graz, Doppelbad, mehr oder weniger, Stadt südwestlich von Graz. Wir haben inzwischen 27 Mitarbeiter und in diesen letzten 25 Jahren schon über 500 Projekte großteils positiv abgeschlossen. Zu diesen Projekten gehören einerseits das Graphdionio, ist das Zeiterfassungstool und Ressourcenplanungstool fürs Gesundheitswesen im Einsatz bei den Krankenanstalten, bei der KGS, bei MedUni Wien zum Beispiel. Und wir machen auch einiges an HA-Systemen. Genau das ist ja der Grund, wie ich zu dem Thema komme. Da machen wir viel für Public Transport, also PAN-Unternehmen in der Schweiz oder Flugsicherung, bei der deutschen Flugsicherung. Und noch scheinbar 497 andere Projekte müssen da noch irgendwo unterkommen, wenn wir schon so viel gemacht haben. Die geht jetzt noch nicht ein. So, die Motivation für ein Linux-Cluster. Was ist die Motivation? Natürlich bedeutet der Ausfall oder Downtime immer Stress. Nicht nur Stress für den Admin, Stress für die Kunden, Stress für alle Involvierten und das kann durchaus sehr teuer werden. Darum ist es immer gut, wenn ich meine Systeme, Ressourcen gedoppelt habe und ein Ausfall an einem Node jetzt nicht wirklich große Auswirkungen auf den Betrieb hat. Wir wollen das Ganze eben heute mit dem Tool Pacemaker und Chorosync anschauen. Deswegen werden wir einen ersten Blick auf die Architektur werfen. Das ist jetzt die höchste Abstraktionsschicht. Da haben wir eigentlich nur drei Komponenten, was da mitspielen. Das sind jetzt vier oben, eine ignorieren wir. Das ist einmal der Pacemaker. Pacemaker ist der Cluster Resource Manager. Was macht der Cluster Resource Manager? Der bekommt gewisse Events und reagiert auf diese Events. Das heißt,
eine Ressource fällt aus, der muss wissen, was er zu tun hat. Ein neuer Node joint in dem Clusterverbund, der muss wissen, wie er reagieren muss. Dann gibt es das sogenannte Corosync. Corosync ist der Messaging-Layer. Der Basemaker wird nicht viel Sinn machen, wenn er mit anderen Basemakern auf anderen Systemen, auf anderen Hosts, auf anderen Nodes nicht kommunizieren kann. Kann er nicht wirklich viel machen. Dafür ist das Corosync basiert auf Multicast, das heißt, es wird irgendein Message auf den Bus gelegt. Alle anderen Cluster-Nodes erhalten die Information und müssen das Event irgendwie verarbeiten. Corosync kann zum Beispiel ausgetauscht werden gegen andere Implementierungen, wie zum Beispiel Heartbeat, ist da noch bekanntes. Dann haben wir noch eine Komponente, das sind diese Low-Level-Scripts, die Resource Agents. Resource Agent ist dafür da, um gewisse Ressourcen starten, stoppen und überwachen zu können. Das heißt, das wäre jetzt im banalen Fall, wäre das zum Beispiel ein normales Init-Skript. LSP-Init-Skripts kann man verwenden, Systemd-Units kann man verwenden. Es gibt auch spezielle OCF-Resource Agents, es gibt auch sogenannte Legacy-Resource Agents, das einfach verwenden eine gewisse Syntax, wie man Skript aufruft, und die werden dann die gewissen Aktionen ausführen. Zusätzlich gibt es bei den Resource Agent noch einen Low-Level-Daemon, der diese verschiedenen Arten von Skripts abstrahiert. Das heißt, der Pacemaker muss jetzt nicht wissen, okay, wie muss ich mit einem LSB-Init-Skript umgehen, wie muss ich mit dem umgehen, sondern der kann mit diesem Daemon reden und der abstrahiert das eben noch herunter. Gut, dann schauen wir uns den Pacemaker selbst noch ein bisschen im Detail an. Ja, noch kurz eins zurück, damit ich nicht... Also das vierte, was wir sehen, ist, dass das, was auf dieser Grafik ist, was im offiziellen Pacemaker in der Doku zu finden ist, ist noch der Distributed Log Manager. Der ist deswegen drauf, verwendet auch nur Corosync, weil verschiedene Dateisysteme, geclusterte Filesysteme, haben früher immer unterschiedlich angesprochen werden müssen, weil die muss Files... Concurrent-Zugriffe ja immer irgendwie locken, damit da nichts passiert. Das ist Ganze ist etwas zusammengefasst worden und ein zusätzlicher Layer eingeführt worden, über den sich dieser von den bekanntesten Cluster-File-Systemen implementiert wird, und deswegen ist er jetzt auch auf diese Grafik gewandert in der Doku. Auf den werden wir jetzt aber nicht näher eingehen. Kurz ein paar Details zum Pacemaker eben selbst. Der besteht aus 5 Kernkomponenten. Kernkomponente 1 ist einmal das ZIP. Genau, also im ZIP steht die Konfiguration erstens einmal und der Status wird auch in diesem ZIP. Jetzt sieht man nur die Abkürzung. Cluster Information Base. Ja, doch, passt. Dann haben wir noch zusätzlich den CRMD, der Cluster Resource Management Daemon. Dieser Daemon spricht mit den anderen CRMDs auf den anderen Nodes. Das heißt, alles, was irgendwie Node verteilt ist, läuft über den. P-Engine steht für Policy Engine. Die Policy Engine hat folgende Aufgabe: aufgrund des aktuellen Cluster-Status und der Cluster der aktuellen Informationen, was es besitzt, wie es konfiguriert sein muss, macht die Policy Engine den berechneten Idealstatus, wie er jetzt aufgrund dieser Informationen, was er hat, zum Beispiel es ist irgendeine Ressource ausgefallen, wie schaut der Idealstatus aus, der neue, muss ich die Ressource dahin verschieben, neu starten etc. und berechnet den besten Pfad, wie er dorthin geht, mit welchen Aktionen. Auszuführen hat es dann wieder der CRMD, also der Cluster Resource Management Daemon. Zum CRMD gibt es auch noch den LRMD, das ist der Local Resource Management Daemon. Das ist dann eigentlich der die Start-Stop-Aufgaben übernimmt auf dem lokalen System. Das heißt, der kommuniziert jetzt nicht mit einem anderen Node, sondern alles, was lokal passiert, leitet der CRMD an den LRMD weiter und der führt es dann aus. Die fünfte Kernkomponente ist der Stonif-D. Stonif steht für Shoot the Other Node in the Head. Was das ist, werden wir später noch kurz betrachten, was der macht, was das Stonif tut. Ähm,
Pacemaker macht jetzt keine speziellen Vorgaben, wie mein Cluster auszuschauen soll, auszuschauen hat, meine Cluster-Konfiguration. Das heißt, ich habe eigentlich die Möglichkeit, ja, jegliche Möglichkeit, meinen Cluster zu konfigurieren. Wir schauen uns jetzt kurz die gängigsten Typen an. Das erste wäre einfach ein Active-Passive-Mode. Active-Passive schaut wie folgt aus. Ich habe zwei Hosts, auf einem laufen die Services. Wenn der ausfällt oder etwas davon ausfällt, wird es rüber verschoben auf den zweiten Host. Kann ich natürlich unter Umständen, ziemlich sicher, muss ich irgendeine Daten spiegeln. In dem Beispiel haben wir jetzt, wird das Ganze über DRPD gesynkt. DRPD ist, glaube ich, gelistet. Nein, steht nichts Spezielles, einfach das Deutsch muss gesynkt werden. Kann man zum Beispiel über DRPD machen. DRPD, wem es kein Begriff ist, ist Distributed Replicated Block Device, ist ein RAID 1 über Netzwerk eigentlich, kann man es bezeichnen. Active Passive wäre genau das, was wir unseren Cluster am Raspberry einrichten würden. Andere Möglichkeiten wären Active-Active, das heißt, auf jeden Host läuft alles, zum Beispiel zur Lastverteilung, läuft dann kein DRPD mehr darunter, sondern zu irgendeinem Cluster-File-Storage-System, das was am Low-Level liegt, und dann mit den Hosts und dann laufen überall alle Services. N plus 1 ist zum Beispiel auch ein lustiger Typ. Da haben wir jetzt, wenn wir vielleicht ein bisschen genauer schauen, wir haben jetzt drei Hosts, die was aktiv laufen, die linken. Da läuft am einen der Mail-Server, am anderen eine Website und auf dem anderen eine Datenbank. Die wird jeweils auf einen einzigen Standby-Node repliziert und wenn einer von den drei ausfällt, kann ich rüberschalten auf den vierten. Habe aber dann natürlich keine Redundanz mehr. Das heißt, ich muss dann wieder einen vierten einbringen, damit ich wieder einen Backup-Node habe. Dann gibt es noch N plus M, N2M, N2M etc. pp. So, jetzt wissen wir, was wir zumindest für Software brauchen. Wir wissen auch, oder zumindest haben wir es jetzt schon gehört, was wir für einen Ort von Cluster brauchen. Das heißt, wir können einmal die Software installieren auf unserem Raspberry. Corosync und Pacemaker habe ich jetzt schon installiert, aber noch nicht konfiguriert, damit es ein bisschen schneller geht. Schauen wir, ob wir was sehen. Ich bezweifle es, ja. Gut. Das heißt, was müssen wir machen kurz? Also das ist eine Standard-Debian-Installation, eine Jesse-Installation auf die Raspberries. Ich habe jetzt nur Corosync und den Pacemaker installiert, das heißt unseren Cluster Resource Manager und unser Messaging Layer. Ich muss initial das Corosync konfigurieren, damit es was tut und damit sie miteinander reden. Siehst schon, ich habe bei der Standardkonfiguration muss ich jetzt im Mindestfall zwei Sachen anpassen. Das ist einfach das Corosync-Config-Skript. Da muss ich die Adresse, auf die das sich bindet, setzen. Das ist für die Multicast-Kombination. Und das andere ist einfach, wie bei Default, wird das Paket so ausgeliefert, dass es nicht startet. Und dann müsste mein Corosync schon starten können. Also ich logge mich jetzt auf dem Raspberry Pi 1 ein, falls man es nicht sieht. Und führe jetzt die Konfigurationen aus. Okay, mal schauen. Also wenn ich jetzt den Corosync starten versuche. Passiert nichts. Da läuft nichts. Das nehmen wir jetzt einmal im Corosync-Conf. Corosync-Conf habe ich jetzt diesen Teil. Das sind die Interfaces und die sogenannten Rings definiert. Das heißt,
meine zwei Cluster oder meine mehreren Cluster, die kommunizieren über einen Ring, das heißt, die einfach über irgendein Netzwerk findet die Kommunikation statt. Ich kann natürlich für die Ausfallsicherheit mehrere, das heißt, mehrere Netze konfigurieren. Das heißt, wenn ich mehrere IP-Netze habe, kann ich da beliebige Interfaces definieren mit verschiedenen Ringnummern und über diese wird dann kommuniziert. Ich muss jetzt die Bind-Adresse muss ich jetzt eben updaten, den Rest kann ich gleich lassen. Da muss ich nur das Netz definieren mit der IP-Adresse. Jetzt 10.111 bei uns am Raspberry. Und in die Defaults muss ich das CoSync. Dann Start auf ES. Fingeraufsatz. So. Schauen wir mal, ob der jetzt startet. Besser aus wie vorher zumindest. Das gleiche machen wir jetzt am B2. Läuft irgendwas? Was wissen wir noch nicht so genau? Es läuft zumindest da irgendein CRMD, von dem ich vorher geredet habe. Also ZIP, Stonif, ja, P-Engine A, Atre-D klingt jetzt ein bisschen überraschend. Ja, zumindest läuft da mal. Jetzt wissen wir aber nicht, was wir damit machen sollen. Schauen wir mal. Wir wissen auch noch nicht, wie wir konfigurieren. Wir wissen noch nicht, wie wir irgendeinen Status abfragen. Wir haben keine Ahnung. Das heißt, da komme ich zum nächsten Thema. Das sind die sogenannten Cluster Shells. Eigentlich wird dieser ZIP, also Cluster Information Base, speichert ihre Informationen in XML. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man XML konfigurieren muss und das Ganze ein bisschen größer wird, könnte es ein bisschen unübersichtlich werden. Haben sich andere wahrscheinlich auch gedacht. Das heißt, es haben sich Implementierungen für einfach Console-Line-Tools zum Konfigurieren und zum Überwachen entwickelt. Das gibt es zwei bekannte Implementierungen. Das ist einmal die CRMSH, eine Cluster Resource Management Shell, und die BCS, das ist die Pacemaker Shell. Vielfach in vielen neueren Tutorials wird eigentlich auf die BCS verwiesen. Ich mache es jetzt mit der CRM, erstens weil ich sie gewohnt bin. Na, eigentlich nur weil ich sie gewohnt bin. Syntax ist aber relativ ähnlich. Das heißt, wenn man weiß, wie man das eine verwendet, kann man es andere auch verwenden. Geben nur ein bisschen andere Outputs, das ist oft nur ein bisschen anders zu verwenden, aber im Prinzip komplett das Gleiche. Mit dieser Shell kann ich eben wirklich alle Konfigurationen ändern und kann auch Status abfragen, kann auch Cluster-Ressourcen, Moven etc. Das können wir uns alles noch anschauen. Ein weiterer Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, das ist aber jetzt eher speziell, weil wir jetzt ein Do-Cluster-Node haben. Das Quorum. Was ist das Quorum? Quorum bedeutet eigentlich oder verhindert eigentlich ein Split-Brain. Split-Brain kann es deswegen verhindern, weil ich habe eine gewisse Anzahl an Nodes und wenn jetzt die Verbindung zwischen den Knoten in irgendeiner Weise abbricht, das heißt, sagen wir, ich habe fünf Knoten, fünf Nodes in einem Cluster, jetzt bricht da die Verbindung ab. Es kann natürlich sein, dass der Aktive auf irgendein Shared Storage zugreift. Was wir wie irgendein EFS und der aktive Node greift, oder EFS ist jetzt blöd, irgendwie DPD ist bei 5 auch blöd, ist egal. Irgendetwas, was nur
einfachen Zugriff erlaubt, irgendein Storage. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn da einer Mainwert und da einer Mainwert, weil die sich nicht mehr sehen. Das heißt, irgendeiner müsste sie übernehmen. Das heißt, es gibt jetzt eben dieses Quorum, das bedeutet, welcher Teil hat die Befehlsgewalt und die Entscheidungsgewalt. Der wird dadurch errechnet, dass ich einfach hergehe und meine Gesamtanzahl der Nodes, in dem Fall etwa 5 durch 2, muss kleiner sein wie die Anzahl der Active Nodes. Das heißt, das werden in dem Fall etwa da 2. Und auf der anderen Seite 3. Das heißt, beim einen ist es true, beim anderen ist es false. Das heißt, die eine Seite wird das übernehmen, die andere Seite könnte es nicht übernehmen. Was kriegen wir jetzt für ein Problem, wenn wir nur 2 Nodes haben? Und das bricht die Verbindung auf. Und nur der Node das Quorum kriegt, die Entscheidungsgewalt, wo diese Formel zutrifft. Also sagen wir haben jetzt 2 Total Nodes. Total Nodes wäre 2. Muss kleiner sein wie 2-mal nur der Active Nodes. Auf der Seite habe ich Active Node 1 und auf der habe ich 1. Das heißt, das wird nie true werden. Das heißt, die wird nie wieder einen aktiven Teil von einem Cluster kriegen. Das heißt, es ist eigentlich typischerweise, dass man beim Two-Clustern. Genau. Also ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann es einmal in der Cluster-Config konfigurieren. Two-Site ist 1, glaube ich, heißt der Config-Parameter. Oder wir werden es jetzt einfach über das CRM machen. Kann ich auch Property konfigurieren, dass die Quorum Policy ignoriert wird. Bitte? Ja, genau. Ja. Beim Starten schreibe ich es einfach rein, ja genau. Noch etwas vorgezogen, weil wir es auch konfigurieren müssen, damit der Cluster Resource Manager beim Konfigurieren nicht immer aufschreit, ist Stonif. Stonif steht eben für Duty Other Node in the Head. Warum brauche ich Stonif? Aus folgendem Grund, ein Ausfall ist nicht immer gleich ein Ausfall. Heißt, haben wir wieder genau das Problem. Zwei Teile vom Cluster, einer fällt aus, der schreibt noch irgendwo in die Storage. Die sehen sich nicht mehr, die Verbindung ist unterbrochen. Aber der hat die Verbindung darunter und der die Verbindung darunter. Das heißt, was ich machen muss, ist, dass ich irgendwie sicherstellen muss, dass unter gar keinen Umständen beide Teile vom Cluster laufen oder aktiv sind. Deswegen das Stonif setzt also den Cluster in den definierten Ausgangszustand. Der kommt hoch und der klickt dann einfach komplett weg. Das geht meistens über USV zum Beispiel oder ich kann auch das Ganze über die Management-Konsolen, die was in die Server eingebaut sein, wie zum Beispiel das D-Rack bei Dell oder das ILO von HP, das Ganze ansteuern. Wenn man es über diese Management-Konsolen macht, haben wir genau ein Problem, das ist zum Beachten bitte, dass da teilt sich das Fencing-Device mit dem Server, mit dem Node, der was weggeschossen werden soll, die Power Supply. Das heißt, wenn die ausfällt, erreicht der andere Node auch das Fencing-Device nicht mehr und der Stonif wird warten und in den Timeout laufen, bis der Antwort kriegt vom Fencing-Device. Also das ist die einzige Schwachstelle vom Konzept. Richtig, ja, ganz genau. Also, wenn man nicht sagen, ob er netzwerkmäßig getrennt ist, aber das ist eine Situation. Richtig, ja, genau. Dadurch, dass wir da jetzt nichts dergleichen haben, werden wir das Stonif deaktivieren, aber bitte sowas nur für Testzwecke. Also es ist wirklich wichtig, dass man ein Fencing-Device hat, weil es muss ja nicht nur das ganze Ding ausfallen. Ich kann sagen, ja, es fällt aus, wahrscheinlich ist er dann eh weg bei unserem Setup, aber es kann halt doch recht oft passieren, dass irgendein Prozess, irgendeine Ressource bleibt hängen. Das heißt, der wartet, bis der gestoppt wird und kann sie aber nirgends anders mehr starten. Das heißt, das
ist nicht nur jetzt ein Ausfall, sondern kann ein banaler Softwarefehler oder Skriptfehler, was die Ressource nicht mehr stoppen lässt, sein und der kann nie wieder, das kann es nie wieder übernehmen. Das sind jetzt genau die zwei Settings, was wir für unser Beispiel da brauchen, für unser Projekt H-Web-Server. Die werden wir jetzt gleich mal eingeben. Wir wollen ja im Forum am Anfang gesagt, dass wir einen Webserver kleinen installieren auf unseren Raspis. Und das Ganze machen wir mit einem Nginx, den wir ja gleich mit installieren. Damit wir nicht so oft hin und her wechseln müssen. So. Ja, das heißt, ich komme mit CRM Configure. Bin jetzt in der Konfigurationskonsole, wer es halt sieht, und kann mir die Konfiguration zum Beispiel jetzt einmal anschauen. Was ich jetzt sehe, ich habe zwei Nodes. Ich habe jetzt einfach nur mit zwei Nodes konfiguriert. Die haben sich quasi selber konfiguriert, weil sie sich selber gefunden haben, über das CoverSync. Und ansonsten habe ich jetzt noch nichts großartig spezifiziert. Wir können uns jetzt auch zum Beispiel mit CRM den Status anschauen. Sehen wir jetzt nicht viel. Wir sehen aber, wer der Dedicated Controller ist. Das noch zum dazu sagen. Dedicated Controller. Es läuft ja überall ein CRMD. Und einer von denen hat die Entscheidungsgewalt. Das machen sie sich untereinander aus. Und wer auch immer entscheiden darf, das ist der sogenannte Dedicated Controller. Das heißt, der steht oben unter Current DC. Partition with Quorum steht da zum Beispiel schon und jetzt müssen wir die zwei Commands eingeben. Das heißt, einmal das Quorum ausschalten und einmal das Donif disablen. Wenn wir uns jetzt den Status noch einmal anschauen, Partition with Quorum. Na, schauen wir. Bitte? Ja, ist eh drin. Also schreibbar without Quorum. Ja, können wir wieder mal ignorieren. Nutzer kommen, wir installieren einen Nginx, damit wir einen Webserver haben. Nginx. Config ist, damit, also ich nehme jetzt einfach die Default Config, dann müssen wir nicht viel ändern. Muss nur geschwind. Die Configs muss man was. Also die Standardkonfiguration bootet am Raspi nicht. Weil er da im Conf.d ein File verlangt. Ansonsten kriege ich einen Fehler und ich habe keinen IPv6 Support. Dann müssen wir auch dran. Nginx laufen. Ja, gut. Jetzt hast du Luft, ein Webserver auf dem Rechner.
Gleiche muss ich natürlich auf einen anderen Node anmachen. Das heißt, die OS-Konfiguration muss auf beiden Seiten gleich ausschauen. Ja, das Setup hat man mal gemacht. Ja, wenn wir schon 25 angefangen. Ja, gut. Jetzt haben wir eine Ressource installiert, jetzt haben wir den Server installiert. Jetzt ist das Ganze aber, läuft zwar auf Baden Nginx, aber HA ist das natürlich nicht. Das heißt, da müssen wir ein bisschen was machen noch. Das heißt, wir werden jetzt unsere erste wirkliche Ressource konfigurieren. Die müssen wir definieren. Bevor wir das Ganze machen können, werden wir uns noch kurz etwas über Ressourcen anschauen, was es für eine gibt, was für eine Properties die haben können. Es gibt drei Typen von Ressourcen, von Cluster-Ressourcen. Das wären einmal Primitive Ressourcen, das sind ganz einfache Ressourcen, das ist eine Ressource, die was genau auf einem von den Nodes laufen kann. Und dann gibt es sogenannte Clone-Ressourcen, Clone-Sets, da kann eine Ressource auf mehreren Rechnern laufen. Das wäre zum Beispiel, wir bei einem System verwenden eine Clone-Ressource dahingehend, dass wir externes System anbingen versuchen, mit dem wir kommunizieren müssen, aber weiter keine Überwachung haben und schauen, zumindest wenn wir es nicht mehr bingen können auf dem einen Node, wird das in die Berechnung mit eingenommen, damit er dann umschaltet auf einen anderen Node, falls der jetzt nicht Master wäre. Anderer Typ wäre noch Master-Slave, das wären zum Beispiel, sind auch Ressourcen, die auf verschiedenen Nodes laufen, nur mit einem anderen State. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine DRPD haben, das ist immer auf einem Node Active oder Primary und am anderen Node Secondary, das läuft quasi auf beiden, das Modul ist auf beiden geladen, es wird auf beiden überwacht, nur ist einer in einer ganz anderen Rolle als wieder andere. Das heißt, wir würden uns, wenn es sich zeitlich vermutlich nicht mehr ausgeht, das DRPD dann genauso auch dort konfigurieren. Zu jedem dieser Ressourcentypen gibt es gewisse Operationen, die was ich konfigurieren und verändern kann. Jede Ressource muss gestartet, gestoppt und überwacht werden. Die drei Operationen gibt es jeweils mit einem Timeout, bevor ich einen Fehler bekomme. Beim Monitoring habe ich noch zusätzlich ein Intervall, das heißt, wie oft passiert das Monitoring. Falls es einen Fehler gibt beim Monitoring, das heißt, wenn ein Skript was Unerwartetes zurückliefert, zum Beispiel das Status, also das Init-Skript mit einem Status zum Beispiel, was dann gerappt werden wird, würde ich einen sogenannten Failcount bekommen. Das heißt, wenn ich Failcount auf 1 gesetzt habe, dass ein Fehler Failcount 1 reproduziert, wäre der Failcount auf 1. Wenn er normal failt, hätte ich einen Failcount von 2. Mit zur nächsten Konfigurationsmöglichkeit ist dieser Migration Threshold. Hier kann ich konfigurieren, wie oft eine Ressource auf einem Node fehlen darf, bevor sie dort nicht mehr gestartet wird. Das heißt, wenn der Failcount den Migration Threshold, den ich konfiguriere, erreicht hat, dann wird diese Ressource, wie zum Beispiel mein Nginx, wenn der jetzt gekillt wird ein paar Mal, und der hat dann einen Migration Threshold von 3, wird der, sobald der das dritte Mal auf dem Raspberry 1 gekillt worden ist, dort nicht mehr starten, sondern nur mehr am 2er. Und gehe dann davon aus, dass irgendwas auf dem Node korrupt ist und probiere es beim anderen. Das Konzept dahinter. Ja, das wäre jetzt die erste Konfigurationszeile und vermutlich auch die letzte. Mal zeitlich nicht so gut ausschauen. Jetzt konfigurieren wir unseren Webserver als Cluster-Ressource. Was sehen wir da? Wir verwenden eine Primitive-Ressource, weil wir wollen, dass unser Webserver immer nur auf einem von beiden Nodes läuft. Wir geben ihr einen Namen, Name ist Webserver. Jetzt ist spannend, da kommt ein komisch kryptischer String.
OCF Heartbeat Engine X. Das heißt, das Skript, das ist jetzt unser Resource Agent, der was verwendet wird. Sie ist vom Typ OCF. Das ist eine Klasse, das Heartbeat. Wird dann genau im Filesystem der Datei liegen, wenn man sieht. Also gibt es einen Ordner, userlib. Und da findet man dann genau dieses Skript. Und das Skript selbst heißt dann Nginx. Das wird bereitgestellt und übernimmt die Überwachung und das Starten und Stoppen vom Nginx. Gab gewisse Parameter zum Mitgeben. Hier wäre es zum Beispiel das Config-File vom Nginx. Jeder Resource Agent kann individuell verschiedene Parameter erhalten. Und dann haben wir noch die Standardparameter zum Überschreiben. Den Monitoring-Intervall setzen wir 15 Sekunden. Und wenn er ausfällt, den Failcount auf 1 und den Migration Threshold auf 3. Das machen wir noch geschwind. Gut. Also, das ist jetzt genau das. Also Failcount haben wir noch gesagt, setzen wir auf 1. Und den Migration Threshold auf 3. So nicht. So. Gut. Der CRM, es gibt sogar ein Verify, also ich kann mit CRM Configure Verify meine Konfiguration verifizieren lassen. Und genau das wird zum Schluss auch gemacht, wenn ihr Ressource hinzufügt. Und der regt sich halt auf, dass die Default Timeouts andere sein als wie vom Resource Agent als vorgeschlagene aufgelistet werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein CRM Configure Verify eingibt, sehe ich genau die gleichen Informationen. Jetzt kann ich mir meine Konfiguration einmal anschauen. Das kann ich mit CRM Configure Show. Ich kann jederzeit meine Konfiguration mir anschauen. Da sehe ich jetzt genau unser Primitive, Webserver, Nginx etc. Genau das, was wir jetzt eingeben haben. Wenn ich jetzt einen CRM-Status mache, mir das Ganze ansehe, sehe ich, dass ich so den Output vom CRM, ich habe zwei Online-Nodes, das ist einmal der P1, der P21 und der zweite. Das heißt, die reden miteinander, die sind verbunden. Und die Ressource Webserver ist gestartet. Ressource Webserver ist am P21 gestartet. Kann man das Ganze ja noch mit den sogenannten Failcounts anschauen. Schaut das natürlich anders aus wie davor. Jetzt können wir zum Beispiel den Nginx killen am 1 und dann müssten wir spätestens nach 15 Sekunden sehen wir jetzt, dass es einen Fehler gegeben hat. Der Webserver läuft aber wieder am P21, also am 1er. Was sehen wir noch? Migration Threshold ist eben auf 3 und der Failcount ist jetzt auf 1. Wenn ich jetzt noch zweimal kill, wird er rübergezogen. Das Ganze wird man noch äquivalent mit am DRPD jetzt dann machen und mit einer Cluster IP. Gibt es dann wieder eigene Resource Agent, damit ich meine Cluster-IP konfigurieren kann, damit ich nach außen zum Beispiel immer den aktiven Node mit der gleichen IP erreichen kann. Das werden wir jetzt auslassen. Was man aber noch kurz erklären will, ist, dass ich Abhängigkeiten bei den Ressourcen definieren kann. Ich lasse noch geschwind durch, damit ihr noch einen Einblick habt, letzte Minute gut genutzt ist. Ich kann Ressourcen, wenn ich mehrere habe, gruppieren. Das heißt, ich kann eine Ressourcengruppe definieren. Ressourcengruppen werden immer auf dem gleichen Node gestartet und sequenziell, so wie sie definiert sind, gestartet und gestoppt. Dann gibt es noch die Location. Location gibt an, ob eine Ressource auf einem bestimmten Node laufen soll, nicht laufen soll oder überhaupt nur laufen darf oder überhaupt dort nicht laufen darf.
vielleicht noch dazu zu sagen, der probiert standardmäßig bei der Standardkonfiguration, versucht er die Services immer zu verteilen. Also schauen, möglichst gut zu verteilen, die Services auf die verschiedenen Nodes. Das heißt, habe ich prinzipiell standardmäßig keinen Einfluss. Das heißt, das muss ich immer über diese Properties definieren. Ich kann auch noch dieses Co-Location definieren. Co-Location ist jetzt immer eine Referenz zwischen zwei Ressourcen. Das heißt, ich kann definieren, diese zwei Ressourcen sollen immer im gleichen Node laufen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Cluster Source IP soll immer dort laufen, oder die Cluster IP soll immer dort laufen, wo der Nginx läuft. Und nicht die Cluster Source IP dort, die Cluster IP dort und der Nginx dort. Das wäre ein bisschen fad. Und das Ganze kann ich dann noch mit einem Order-Skript in eine gewisse Reihenfolge bringen, das Ganze. Die Möglichkeit, verschiedene Ressourcen in verschiedene Abhängigkeiten zu bringen. Und so kann ich die ersten Konzepte, was wir am Anfang gesehen haben, eigentlich recht gut definieren und abbinden. Egal wie es dann haben will, wo was laufen soll, welcher Node. Gut, das mit dem DAPD, also es ist dann in die Folien drin, die was ihr dann eh runterladen könnt, da seht ihr dann, welche Kommandos wir noch ausgeführt hätten. Ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und falls es noch am Ende jetzt noch Fragen gibt. Das VGA-Netz hat oder so. Ja, genau. Okay. Also ich hab den Adapter nur aus.